Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Literaturkritik.de. Einst ein gefeierter, heute ein fast vergessener Autor. Zum 150. Geburtstag des jüdischen Schriftstellers Jakob Wassermann. Eine Würdigung von Manfred Orlik. Jakob Wassermann war einer der meistgelesenen Erzähler der Weimarer Republik, so Marcel Reich-Ranitzky. Über 20 Romane, zahlreiche Erzählungen, Novellen, Dramen und kulturhistorische Essays hat er hinterlassen. Thomas Mann nannte ihn einen Weltstar des Romans. Auch sein Bruder Heinrich schwärmte über den Schriftstellerkollegen. Hätte es vor ihm den Roman nicht gegeben, er wäre der Mann gewesen, ihn zu erfinden. Heute ist Wassermann nahezu vergessen, obwohl sein Ruf, die Trägheit des Herzens zu überwinden, für Gerechtigkeit und Toleranz einzutreten, so aktuell wie in den 1920er Jahren ist. Karl Jakob Wassermann wurde am 10. März 1873 in Fürth in einer mittelfränkischen jüdischen Kleinbürgerfamilie geboren. Der Vater Adolf Wassermann führte mit seinem Bruder Heinrich eine Kurzwarenhandlung. Die Mutter Henriette war die Tochter eines jüdischen Webermeisters und Handelsmannes. Sie verstarb aber plötzlich 1882 im Alter von nur 31 Jahren. Ein Jahr später schloss der Vater eine zweite Ehe, aus der drei Kinder hervorgingen. Ab 1883 besuchte der kleine Jakob die Königlich Bayerische Realschule. Der in Geschäftsangelegenheiten oft glücklose Vater konnte die Lebensgrundlage der Familie oft nur mit Unterstützung von Verwandten gewährleisten. Die finanzielle Not, die hartherzige Stiefmutter, die die Brotlaibe markierte, um feststellen zu können, ob eines der Kinder heimlich ein Stück genommen hatte, sowie der trostlose Schulunterricht bestimmten die Kindheit des Heranwachsenden. Nach Schulabschluss wurde Jakob zu seinem kinderlosen Onkel, dem Fächerfabrikanten Alfred Traub, nach Wien geschickt, um hier eine kaufmännische Lehre zu absolvieren und später vielleicht dessen Betrieb zu übernehmen. Aber bereits ein Jahr später brach Wassermann die Lehre kurzerhand ab, ging nach München, um dort ein Universitätsstudium aufzunehmen. Da der enttäuschte Onkel jedoch die finanzielle Unterstützung einstellte, musste Wassermann zunächst zum Vater, der mit der Familie inzwischen in Würzburg lebte, zurückkehren. Ein zweiter Versuch einer Lehrlingsausbildung in Wien, diesmal in einem Exportgeschäft, scheiterte ebenfalls. Daraufhin trat er im Oktober 1891 seinen Militärdienst an. Nach Beendigung des Militärjahres zog er nach Nürnberg, wo er als Schreiber in einer Versicherungsgesellschaft tätig war. Als er im März 1894 volljährig wurde, bekam er den Rest seines mütterlichen Erbteils, etwa 600 Mark, ausgezahlt, kündigte die Anstellung und ging nach München. Doch materielle Not ließ nicht lange auf sich warten. Später beschrieb Wassermann in seinem autobiografischen Roman Engelhard Ratgeber die freudlose und entbehrungsreiche Kindheit und Jugend. Bereits seit der Schulzeit hatte sich Wassermann für Literatur interessiert. Auch einige literarische Frühversuche waren entstanden. In München machte er die Bekanntschaft des Schriftstellers Ernst von Wohlzogen, der ihn als Schreibkraft einstellte und seine dichterische Begabung förderte. Im Februar 1896 trat Wassermann mit der Erzählung Finsternis in der Zeitschrift Jugend an die literarische Öffentlichkeit. Es folgten weitere Kurzerzählungen und Gedichte,
in der Zeitschrift Simplicissimus, wo er Mitarbeiter im Lektorat wurde. 1896 erschien mit Melusine sein erster Roman, der jedoch nicht den erhofften Durchbruch brachte. Trotzdem ließ Wassermann im Jahr darauf drei weitere Bücher folgen: den Roman Die Juden von Zirndorf, der die Geschichte der Zirndorfer Juden im 17. Jahrhundert erzählt, und die beiden Novellenbände Schläfst du, Mutter? Und Die Schaffnerin, die Mächtigen. Im Mai 1898 ging Wassermann als Theaterkorrespondent der Frankfurter Zeitung nach Wien, wo er bald Kontakt mit Arthur Schnitzler, Richard Beer Hoffmann und Hugo von Hoffmannsthal hatte. Mit seinem Roman Die Geschichte der jungen Renate Fuchs, der 1900 bei S. Fischer erschien, erzielte Wassermann einen ersten bescheidenen Erfolg. Der S. Fischer Verlag, wo auch die beiden folgenden Romane Moloch und Alexander in Babylon erschienen, wurde zu seiner verlegerischen Heimat. 1901 heiratete der nun 27., die aus einer wohlhabenden Wiener Familie stammende Julie Speyer, mit der er insgesamt 4 Kinder hatte. Kaspar Hauser oder Die Trägheit des Herzens, an dem er mehrere Jahre gearbeitet hatte, erregte Wassermann großes Aufsehen und ließ den alten Streit um die historische Person Kaspar Hausers und dessen rätselhafte Herkunft neu aufflammen. Zitat: In den ersten Sommertagen des Jahres 1828 liefen in Nürnberg sonderbare Gerüchte über einen Menschen, der im Festnerturm auf der Burg in Gewahrsam gehalten wurde und der sowohl der Behörde wie den ihn beobachtenden Privatpersonen täglich mehr zu staunen gab. Es war ein Jüngling von ungefähr 17 Jahren. Niemand wusste, woher er kam. Er selbst vermochte keine Auskunft darüber zu erteilen, denn er war der Sprache nicht mächtiger als ein 2-jähriges Kind. Nur wenige Worte konnte er deutlich aussprechen, und diese wiederholte er immer wieder mit lallender Zunge, bald klagend, bald freudig, als wenn kein Sinn dahinter steckte und sie nur unverstandene Zeichen seiner Angst oder seiner Lust wären. Auch sein Gang glich dem eines Kindes, das gerade die ersten Schritte erlernt hatte. Nicht mit der Ferse berührte er zuerst den Boden, sondern trat schwerfällig und vorsichtig mit dem ganzen Fuß auf. Zitat Ende. So beginnt Wassermanns Roman über Deutschlands berühmtestes Findelkind. Auf der Polizeistation kritzelte der verwahrloste und verwirrte Knabe schließlich seinen Namen auf einen Zettel: Kaspar Hauser. Zunächst wurde er für einen Landstreicher gehalten, doch angeblich soll er über Jahre bei Wasser und Brot in einem fast lichtlosen Raum gefangen gehalten worden sein. Der mysteriöse Fall erregte bald überregionales Interesse. Nachdem Gerüchte auftauchten, Kaspar sei fürstlicher Abstammung, ein entführter Prinz aus dem Hause Baden, war er sogar Top-Thema in den europäischen Salons. Verschiedene Pflegeeltern nahmen ihn unter ihre Fittiche und bemühten sich um seine Erziehung und Bildung. Zuletzt in der fränkischen Kleinstadt Ansbach, wo Karl Hauser am 17. Dezember 1833 nach einer blutigen Messerattacke verstarb. Der Täter konnte nie ausfindig gemacht werden, obwohl der Bayernkönig Ludwig I. eine Belohnung von 10.000 Gulden ausrief. Mit keinem anderen Stoff hat sich Wassermann so intensiv und anhaltend beschäftigt, weit über die Vollendung des Romans hinaus. Doch beim Erscheinen des Romans 1808 brach ein Sturm los. Dem Autor wurde vorgeworfen, die alte Lügenfabel mit der fürstlichen Abkunft des Findlings zum Vergnügen eines sensationshungrigen Lesepublikums wieder aufzuwärmen.
Aufgrund der authentischen Quellen war Wassermann zwar von der Meinung durchdrungen, dass Kaspar Hauser wirklich der badische Erbprinz gewesen war, aber die Frage nach der Herkunft des Findlings hatte er nicht in den Mittelpunkt des Romans gestellt. Vielmehr wollte er zeigen, dass die Schuld an Hausers traurigem Schicksal die gesamte Gesellschaft trug, auch seine Gönner und Wohltäter. Zum 150. Geburtstag des Schriftstellers hat der Verlag Freies Geistesleben in der Neuerscheinung Akten zur Verteidigung Kaspar Hausers, die dokumentarischen Belege und Selbstzeugnisse zusammengetragen, die Wassermann 1928 in dem Sammelband Lebensdienst, gesammelte Studien, Erfahrungen und Reden aus 3 Jahrzehnten veröffentlicht hatte. In der Kurzgeschichte Der Schatten Kaspar Hausers erscheint Hausers Schatten einem Professor, der nach öffentlichen Streitigkeiten die Figur des Findlings einer gewissenhaften Prüfung unterziehen will. Doch die Schattenstimme wirft dem unermüdlichen Professor vor: Erst war mein Kerker das Unterirdische, dann war mein Kerker das Oberirdische, eure unbegreifliche Welt. Jetzt habt ihr einen neuen Kerker gezimmert für meine Seele. Wie soll ich mich retten? Wie soll ich euch überzeugen? In meine persönlichen Erfahrungen mit dem Kaspar Hauser Roman berichtet Wassermann zunächst, dass die Gestalt Kaspar Hausers für ihn ein entscheidendes Jugenderlebnis war und der erste Entschluss zu einer Kaspar Hauser Dichtung bereits mit 17 Jahren reifte. Bis zur Verwirklichung sollten allerdings noch 15 Jahre vergehen. Anschließend setzt er sich mit den Argumenten der Zweifler und Leugner Otto Mittelstädt und Julius Meyer auseinander. Dem Kriminalisten Anselm von Feuerbach widmet sich Wassermann in einem weiteren Text. Der Begründer der modernen deutschen Strafrechtslehre hatte 1832 in seinem Buch Kaspar Hauser, Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen, die These vertreten, der Findling sei der 1812 am badischen Hof geborene, lang ersehnte Thronfolger, der einem dynastischen Verbrechen zum Opfer gefallen sei. Zu seiner Begründung konnte er allerdings nur eine sehr starke menschliche Vermutung, wo nicht vollständige moralische Gewissheit, anführen. Ergänzt wird die Neuerscheinung mit Auszügen aus dem autobiografischen Essay »Mein Weg als Deutscher und Jude« sowie Wassermanns Briefwechsel aus den Jahren 1924 bis 1931 mit dem langjährigen Kaspar Hauser-Forscher Hermann Pies, der 1928 die amtlichen Aktenstücke über Kaspar Hausers Verwundung und Tod herausgegeben hatte. Anschließend beleuchtet der Literaturwissenschaftler Claudius Weise in »Der gleiche Grundakkord« die langjährige Entstehungsphase von Wassermanns Roman. Von den ersten Recherchen 1903 über die Vorarbeiten und 2 Ausführungen aus den Jahren 1904 und 1906 bis zur endgültigen Fertigstellung im März 1907. Die Geschichte von Kaspar Hauser fasziniert seit fast 200 Jahren. Mehr als 15.000 Aufsätze und 2.000 Bücher wurden zu diesem Thema geschrieben. Nach Wassermann wurde der Fall auch noch vielfach literarisch gestaltet. Erinnert sei nur an Paul Valin, Georg Trakl, Klabund oder Peter Handke. Kurt Tucholsky wählte den Namen Kaspar Hauser als eines seiner Pseudonyme. Golo Mann sprach vom schönsten Krimi aller Zeiten und Reinhard May verewigte ihn in einem Chanson. Seit 1996 versuchte man mittels mehrerer DNA-Analysen den Mythos zu lüften, jedoch mit nicht eindeutigen Ergebnissen, und so kann weiter spekuliert werden.
Jede Studie, TV-Dokumentation, Grabuntersuchung oder Genanalyse macht den Fall Kaspar Hauser nur noch interessanter und mysteriöser. Doch zurück zu Jakob Wassermann. Nach Kaspar Hauser veröffentlichte er zunächst einige kleine Theaterstücke und zahlreiche Erzählungen, ehe er sich mit »Die Masken Erwin Reiners«, »Der Mann von 40 Jahren« und »Gänsemännchen« wieder dem Roman zuwandte. Das Gänsemännchen erzählt die tragische Geschichte des musikbesessenen Webersohns Daniel Nothaft, der den Aufstieg aus den ärmlichen Verhältnissen schafft, aber an der Verständnislosigkeit seiner Umwelt leidet. Der Künstlerroman über Einsamkeit und Außenseitertum zeichnet auch ein Porträt der deutschen Gesellschaft um die Jahrhundertwende am Beispiel einer Provinzstadt. Mit dem zweibändigen Roman Christian Wahnschaffe erreichte Wassermann schließlich internationale Anerkennung. Er war das erste Werk des Autors, das ins Englische übersetzt wurde. Der aus einer reichen industriellen Familie stammende Christian Wahnschaffe führt ein sorgenloses, allein dem Vergnügen gewidmetes Leben, umgeben von vornehmen Nichtstuern und Hasardeuren. Unter dem Einfluss eines aus Russland ausgewiesenen Revolutionärs und eines jüdischen Mädchens gewinnt sein Leben jedoch eine radikale Neuorientierung. Im zweiten Teil lebt der Unternehmersohn in den Berliner Elendsquartieren, wo er sozial tätig ist. Durch das Versagen von Polizei und Justiz bei der Aufklärung des Sexualmordes, dem die junge Jüdin zum Opfer fällt, verlierte Wahnschaffe schließlich jedes Vertrauen in die bürgerliche Gesellschaft. Der Roman, von der realistischen Erzählweise Dostojewskis beeinflusst, wurde 1920/21 in zwei Teilen mit bekannten SchauspielerInnen erfolgreich verfilmt. Die zunehmenden antisemitischen Strömungen nach dem verlorenen Krieg veranlassten Wassermann 1920 zu der autobiografischen Bekenntnisschrift »Mein Weg als Deutscher und Jude«, in der er die deutsch-jüdischen Beziehungen in historischer Tiefe und systematischer Breite untersuchte. Anhand seiner eigenen Leidenserfahrungen mit dem Antisemitismus beschrieb Wassermann die Probleme der doppelten Loyalität der deutschen Juden und der Anfeindungen, mit denen sie sich bereits in den frühen 1920er Jahren konfrontiert sahen. Leider steht es so, dass der Jude heute vogelfrei ist, wenn auch nicht im juristischen Sinn, so doch im Gefühl des Volkes. Wie realistisch seine Skepsis war, beweist der Mord an seinem Freund Walter Rathenau 1922 in Berlin, dem er den Gedenkaufsatz »Rede über Humanität« in der Neuen Rundschau widmete. Und natürlich auch zwei Jahrzehnte später der NS-Völkermord an den Juden. 1915 hatte Wassermann die Schriftstellerin Martha Karlweis kennengelernt, die später seine zweite Frau wurde. Ab 1919 lebte das Paar in Altaussee, wo er ein Grundstück mit Haus erwarb. Aber erst 1926 wurde die erste Ehe nach jahrelangen Prozessen geschieden und damit die Verbindung mit Karlweis legalisiert. Anlässlich seines 50. Geburtstags 1923 plante der S. Fischer Verlag, wo Wassermann neben Hermann Hesse und Thomas Mann zu den wichtigsten Autoren gehörte, eine Gesamtausgabe seiner Werke. Doch musste diese wegen der krisenhaften Inflation verschoben werden. 1926 wurde Wassermann Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst. Wassermanns schriftstellerische Produktion war auch in den 1920er Jahren ungebrochen. Neben weiteren Erzählungen, der kritischen Biografie Christoph Kolumbus, entstand der Roman »Der Fall Mauritius«, in dem Wassermann einen zurückliegenden Justizfall aufgriff.
Der Rechtsanwalt und Universitätsprofessor Karl Hau war 1906 in einem aufsehenerregenden Indizienprozess wegen Mordes zum Tode verurteilt und schließlich zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe begnadigt worden. Als er nach 18 Jahren aus der Haft entlassen wurde, beging er bald danach Selbstmord. Seine Schuld, die er stets geleugnet hatte, blieb umstritten. Der Fall Mauritius wurde Wassermanns populärster Roman. Angespornt durch diesen Erfolg ließ er mit Etzel Andergast und Josef Kerkhovens Dritte Existenz noch zwei Fortsetzungen folgen. Trotzdem stand Jakob Wassermann vor dem Scherbenhaufen seiner dichterischen Existenz. Im März 1933 trat er aus der Preußischen Akademie der Künste aus und kam damit dem für Mai geplanten Ausschluss zuvor. Gleichzeitig mit der Brücher Verbrennung wurden seine Werke von den Nationalsozialisten verboten. Die Veröffentlichungen seines letzten Werkes, Josef Kerkhovens Dritte Existenz, erlebte Wassermann nicht mehr. Er starb am 1. Januar 1934 an den Folgen eines Schlaganfalls und wurde Tage später auf dem kleinen Friedhof von Altaussee beigesetzt. Die folgenden Katastrophen für die jüdische Bevölkerung musste er nicht mehr erleben. Die Werke von Jakob Wassermann gerieten nach seinem Tod schnell in Vergessenheit und erlebten erst ab den 1980er Jahren eine Neuauflage. In den beiden letzten Jahrzehnten sucht man sie, abgesehen von E-Books, allerdings vergebens in den Programmen der großen Verlage. Seit 1996 verleiht Wassermanns Geburtsstadt Fürth den Jakob-Wassermann-Literaturpreis, dessen erster Preisträger der jüdische Schriftsteller und Holocaust-Überlebende Edgar Hilsenrath war. Sie hörten: Einst ein gefeierter, heute ein fast vergessener Autor. Zum 150. Geburtstag des jüdischen Schriftstellers Jakob Wassermann. Eine Würdigung von Manfred Orlik. Es las Uwe Kulnick. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.